Also, das hat richtig gefackt und könnte ich noch stundenlang machen. Aber jetzt nehmen wir sie mit auf Davos ins Hotel Seebühl. Dort sehen sie, was so eine Winternacht für das Personal und die Gäste bedeutet. Familie Vater aus Bülach saust auf der Schlittelbahn Schatzalp talwärts. Die fünfköpfige Familie verbringt regelmäßig Ferien in Davos. Oh, es ist schnell, es ist cool, es fängt als Familie unterwegs zu sein. Also, dass es eben dunkel ist, dass es schneit, dass es ruhig ist und man gleich so die Piste sieht und so allein in der Natur unterwegs zu sein. Das ist gut. Ja, es ist die Ruhe, die der Winter hat, weil der Schnee schluckt alles und man ist für sich. Man hört vielleicht mal ins Rascheln oder so. Das ist das, was Erholung gibt, ja, für einen ganzheitlich. Drehen wir die Zeit zurück. Familie Vater ist noch gar nicht im Hotel Seebühl angekommen. Dunkel ist es aber auch jetzt. Es ist 6.45 Uhr und Manuela Stifler bereitet das Frühstück zu. Ich bin, wenn ich Frühstück mache, immer die Erste. Mir passt es. Ich bin allein, habe meinen Frieden. Ich habe niemanden, der mich dort stört. Es ist noch stockdunkel draußen. Das ist doch gleich. Das ist ja das Schöne. Das ist eben das Schöne. Und nachher, wenn dann die Sonne aufgeht oder der Tag erwacht, boah, das ist einfach genial. Und ich bin einfach ein Magenmensch. Ein absoluter Magenmensch. Wann bist du auf? Am 5 Uhr bin ich auf. 5 Uhr und dann bin ich eine halbe Stunde mit dem Hund gelaufen, meinem kleinen schwarzen Liebling. Und das ist natürlich am Morgen früh. Gibt er alles. Das Hotel Seebühl ist am Davoser See gelegen. 1934 als Ferien- und Erholungsheim Blaukreuz erbaut, wurde es nach und nach zum modernen Drei-Sterne-Haus um- und ausgebaut. Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zum Morgen. Willkommen zu einem schönen Wintermorgen. Seit 4 Jahren leitet Daniel Rackeseder das Hotel. Es gehört zum VCH, dem Verband Christlicher Hotels. Wir sind das VCH-Haus, möchten das C vom Verband Christlicher Hotels möchten wir auch leben und zeigen. Aber wir sind in einer Region eingebettet, in Davos, wo es ganz viele säkulare Gäste hat. Und dann ist es nicht angebracht, dass man mit Andachten oder überall in jeder Hausecke rum oder im Korridor überall mit Bibelvers erschlagen wird, sage ich mal. Sondern dann dürfen es Sachen sein, die auch ein säkularer Gast findet. Ah, spannend, kann ich etwas mitnehmen einen Tag. Und das sind dann oft sind das so Kurzgeschichten, wie ich sie alle Morgen, wenn ich da bin, alle Morgen eine Kurzgeschichte erzähle. 18 Mitarbeitende sind im Hotel Seebühl tätig. Daniel legt als Chef auch selber Hand an. Also ich sehe es als Privileg, dort zu arbeiten, wo andere Leute kommen, können Ferien machen und können kurz Zeit geniessen. Während die Sonne nun definitiv das Zepter übernimmt, ist das Personal noch mit der vergangenen Nacht beschäftigt. 70 Betten hat das Hotel. Das Team um Küchenchef Roger Winkelmann kocht à la carte Menüs für den Mittag. Doch auch bereits das Essen für den heutigen Abend wird jetzt vorbereitet. Das ist genau der Schmorbraten von heute Abend. Wir kochen eigentlich klassisch, wie es muss sein, also nicht irgendwie gekünstelt und Türmchen auf dem Teller. Von dem feinen Schmorbrot mit einer kräftigen Soße. Und ja, das ist Kochen. Und sie haben Freude am Abend und man hört auch einiges an Komplimenten. Ja. Manuela Stifler gibt dem Service wieder Gas. Mir gefällt besonders der Umgang einfach mit den Leuten, dass wenn sie kommen, ja, einfach wenn sie lächeln und zufrieden sind. Das ist für mich ganz wichtig. Dann gehe ich auch zufrieden heim. Nun drehen wir die Zeit etwas nach vorne.
Hedy Oetgen, die rechte Hand von Daniel Rackeseder und stellvertretende Betriebsleiterin, bespricht mit ihm den Buchungsstand und wer alles anreisen wird. Dazu gehören auch Lukas und Sabine Vatter mit ihren drei Jungs aus Bülach. Ich kann es Ihnen gerade zeigen. Es gefällt uns immer wieder da. Das Hotel ist für uns optimal mit den Kindern, aber natürlich einfach die Bergwelt, die uns immer wieder auf Davos zieht. Es ist wunderschön hier. Ich geniesse es immer sehr, wenn ich hierher komme. Das ist so ein Ort für der Erholung. Mal nicht kochen, mal sehr viel Qualitätszeit haben mit den Kindern, Zeit haben für sie, Sachen zu unternehmen. Und einfach so ein Höckchen, ja. Ganz schöne Momente sind, wenn Gäste kommen, die man wirklich schon lange kennt. Und da ich ja schon lange da bin, kenne ich wirklich einen Haufen von diesen Gästen. Und wenn sie dann kommen und sagen, du bist immer noch da, und wir kommen wie heim. Und das gibt einem doch eine Kraft. Es wird Abend über dem Hotel Seebühl. Daniel Rackeseder bespricht den Abendservice mit seiner Crew. Er lernte Kellner und Koch, arbeitete seither im Gastgewerbe als Ausbildner und Hotelier. Für mich persönlich ist wichtig, zu wissen, dass nicht das, was in meinem Leben abgeht, was in meinem Betrieb abgeht, nur von mir selber irgendwie gesteuert oder beeinflusst ist, sondern dass ich da auch mit einem ganz grossen Vertrauen in unseren Gott im Himmel, in Jesus Christus, darf unterwegs sein und wissen, dass die Pläne, die er schmiedet, ich vielleicht noch gar nicht kenne, aber dass er eigentlich die Schau hat über das Ganze. Willkommen, hoi zusammen. Dabei sieht sein Weg im Seebühl zuerst nicht nach einem vielversprechenden Plan aus. Daniel war vor 5 Jahren ohne Anstellung und meldete sich bei seinem Vorgänger. Ich habe ihnen dann angeboten, ich kann im Moment nichts. Ich bin gelernter Koch, ich kann helfen. Ich kann einfach nicht mehr an den Herd stehen und à la carte kochen. Aber wenn ich mich wende, zum helfen, Salat rüsten, Teller anrichten, abwaschen, was auch immer, Küchenbursch, dann kann ich auch helfen. Oh ja, komm. Und da sind dann zum Teil schon so Momente gekommen, wo ich mich dann gefragt habe, habe ich da irgendetwas falsch verstanden mit dieser Tellerwäscherkarriere? Die geht normalerweise auf dem Tellerwäscher zum Hoteldirektor und nicht umgekehrt, vom Hoteldirektor zum Tellerwäscher. Ist auch gekadert mit Gott denn? Ja, also während dem, dass man dann irgendwo da am Teller abwaschen ist und mit den Händen im Abwaschwasser steckt, habe ich gesagt, was hast du genau für eine Idee? Was ist das für ein Plan? Und dann hat es dann aber wirklich die Situation gewählt, dass durch das, dass ich den Betrieb schon kennt habe, mich können bewerben auf den Betrieb, weil es ein Leiterwechsel angestanden ist. Ich habe natürlich dann den Vorteil gehabt, den Betrieb schon zu kennen, habe den Betrieb übernehmen. Und dann hat sich dann für mich nachher schon auch die eine oder andere Frage beantwortet. Ist fein bei euch? Ja. Dann kann der Papa vielleicht in Ruhe essen. Hä? Ja, das geht. Also wirklich, es macht sehr viel Spass. Und wenn du die zufriedenen Gesichter schaust, all die lachenden Gesichter und ja, die geniessen, was sie auf dem Tisch haben, das ist Kino. Für Familie Vatter ist nun Nachtschlitteln angesagt. In Davos sind auch Skipisten, Langläufloipen und ein Eisfeld beleuchtet. Mit der Schatzalpbahn geht es hoch zum Start der Schlittelpiste auf 1860 Meter über Meer. Während Familie Vatter den Berg hinuntersaust, bereiten Katrin Schlehan und Dragica Doroschki im Seebühl bereits den Essraum für den nächsten Morgen vor. Bevor dann auch sie den verdienten Feierabend genießen. Wir gehen! Ja, das ist ein Tapetenwechsel, der extrem gut tut. Und jetzt geht da, ist ein vertrauter Ort. Wir kommen an. Es ist irgendwie wie vom ersten Moment an, ist das Erholung. Und entsprechend erholt gehst, wie wieder zurück und bist wieder startklar für den Alltag.